Ja, ich begrüße zuerst mal die Debatte um die Zukunft des Solidaritätszuschlags. Wenn auch die Vorschläge der rot-grünen Ministerpräsidenten nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Es ist aber gut, dass nicht mehr über das Ende, sondern über die zukünftige Form des Solidaritätszuschlages diskutiert wird. Wir wollen kein Ende des Soli und auch kein Ende der Solidarität mit den östlichen Bundesländern. Aber wir haben ja schon vor einem Jahr ein Konzept vorgelegt, dass der Solidaritätszuschlag nicht mehr nur für die östlichen Bundesländer verwendet werden soll, sondern generell für die strukturschwachen Städte und Kommunen. Die gibt es ja inzwischen nicht mehr nur im Westen, sondern die gibt es auch im Osten. Und es gibt im Ruhrgebiet, in anderen strukturschwachen Regionen durchaus Städte, die dramatische Probleme haben, deren äußeres Bild zum Teil auch schlechter ist wie mancher Städte im Osten. Und da brauchen wir tatsächlich ein Konzept einer aktiven Strukturpolitik für Kommunen, die arm sind, unterfinanziert sind und ihre Probleme selber nicht mehr bewältigen können. Ich darf aber auch betonen, dass wir mit dem Soli-Beitrag nicht das generelle Problem der Finanzierung der Kommunen lösen können. Wir haben ein grundsätzliches Problem, dass tatsächlich die Kommunen strukturell unterfinanziert sind. Sie bekommen zu wenig Geld für die Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Dazu kommt noch das Problem, das kann man am ehesten noch damit lösen, dass die Schere zwischen armen und reichen Kommunen in ganz Deutschland dramatisch auseinandergegangen ist und noch weiter auseinandergeht. Du hast sehr reiche und wohlhabende Städte und gleichzeitig sehr arme Städte, die auch aus der eigenen Misere gar nicht rauskommen können. Insofern müssen wir die Debatte um den Soli-Zuschlag verbinden mit einer Neuorientierung der Kommunalfinanzierung. Generell brauchen wir mehr Geld für die Kommunen. Wir brauchen auch eine Änderung des Gewerbesteuersystems, das ja darauf aufgebaut ist, dass die, die gutes Gewerbe haben, eine gute Konjunktur da ist, gute Einnahmen haben, und die keins haben, haben eben keine Einnahmen. Und wenn die Konjunktur schlecht ist, hat man weniger, aber mehr Aufgaben und mehr Ausgaben. Dieses Problem müssen wir mit lösen. Wir haben ja dazu viele Steuervorschläge gemacht. Grundsätzlich muss die Einnahmesituation des Staates verbessert werden durch Vermögensteuer, die eine Ländersteuer wäre und auch direkt an die Kommunen weitergegeben werden kann. Aber das Prinzip, dass Dinge, die der Bund beschließt, auch der Bund finanzieren muss und dadurch die Kommunen unterstützt werden müssen bei Aufgaben, die ihnen der Bund aufbürdet, das muss eben auch eingeführt werden. Es gilt ja eigentlich dieses Prinzip, quasi auf Schwäbisch, wer bestellt, der zahlt. Das wird aber in der Praxis leider nicht so angewandt, zum Beispiel auch nicht bei meinem zweiten Thema, nämlich in der Flüchtlingspolitik, wo ja auch den Kommunen stark die Belastungen aufgedrückt werden, aber sie zu wenig unterstützt werden vom Bund, um diese Belastungen auch tatsächlich tragen zu können. Wir haben am Wochenende unter anderem wieder in Berlin erlebt, dass Hunderte von Menschen gegen Flüchtlingsunterkünfte und Flüchtlingsheime protestiert haben. Das wird natürlich auch oft von rechten, rechtspopulistischen Kräften gepusht. Wir erleben aber auch, Gott sei Dank, die Gegenreaktion, dass sich Tausende von Bürger und Bürgerinnen mit den Flüchtlingen solidarisieren. Meines Erachtens eine neuere Entwicklung, also dass wir durchaus Verständnis haben, wachsendes Verständnis in der Bevölkerung für Menschen in Not, und dass die Panikmache der rechten Kräfte doch nicht so bei allen verfängt. Diese Entwicklung ist sehr zu begrüßen. Dass aber wir immer noch diese Probleme mit der Flüchtlingspolitik haben, liegt natürlich an der Debatte, an der politischen Debatte und auch an der Asylgesetzgebung. Wir haben immer noch zu sehr den Fokus
auf den Nützlichkeitsaspekt, welche Flüchtlinge könnten denn hier nützlich sein und eingesetzt werden, als um die Frage, hier sind Menschen in Not und wir sind ein reiches Land und wir müssen Menschen in Not helfen und die entsprechende Willkommenskultur aufbauen. Dieser Aspekt ist deutlich unterentwickelt. Und wir müssen natürlich sehen, dass das gegenwärtige Asylverfahrensrecht ein Abschreckungsrecht ist. Was wir brauchen, ist ein menschlich orientiertes, humanes Flüchtlingsrecht. Insofern hat mich doch auch ein bisschen verwundert, wie der Grüne Parteitag auf Herrn Kretschmann reagiert hat, weil der große Beifall für seine Politik hat er im Prinzip nachträglich die Verschärfung der Asylgesetzgebung auch durch die Grüne Partei jetzt sanktioniert und bestätigt. Und das kann aber nicht unsere Politik sein. Die Linke stellt sich gegen eine Verschärfung des Asylrechts und plädiert für ein Asyl- und Flüchtlingsregime in Deutschland und in Europa, das den Schutz der Flüchtlinge und ihre Perspektiven in der neuen Gesellschaft in den Mittelpunkt aller Regelungen stellt. Dazu gehört für uns die Abschaffung der Residenzpflicht, der sofortige Zugang zur Arbeit, Bildung, zum Gesundheitssystem und den sozialen Sicherungssystemen. Wir fordern die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. All das wären Maßnahmen, die dazu beitragen, Menschen auf der Flucht menschenwürdig zu behandeln, ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu erlauben und dazu die Kommunen finanziell zu entlasten. Weil völlig klar, wenn wir die Kommunen alleine lassen, wird es in die andere Richtung gehen. Also hier muss quasi politisch was passieren, aber auch finanziell. Weiterer Punkt, der das Wochenende natürlich beschäftigt hat, ist nach wie vor die Auseinandersetzung um Russland und Ukraine und die Positionierung zu Putin. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass Frau Merkel den Ton gegenüber Russland verschärft hat, insbesondere von der CSU unterstützt wird, die ja jetzt zum ersten Mal offen die Außenpolitik der eigenen Regierung kritisiert und den Herrn Steinmeier kritisiert. Für uns ist völlig klar, die Etablierung eines Waffenstillstandes und die Umsetzung des Minsker Vertrages muss absolute Priorität haben. Mit dem fortgesetzten Töten muss aufgehört werden. Das muss ein Ende finden. Deswegen müssen wir alles tun, die Gespräche weiterzuführen. Ob die Debatte um den Charakter von Putin jetzt wirklich geeignet ist, hier ein Stück weit voranzukommen, möchte ich stark bezweifeln. Auch Stimmungsmache gegen Russland wird hier nicht weiterhelfen. Außenpolitik heißt eben, dass wir die Interessen der verschiedenen Akteure erkennen müssen, dass der Gesprächsfaden nicht abreißen darf und dass es zum Schluss Lösungen gibt, die für alle Beteiligten tragbar sind. Da hat man manchmal das Gefühl, dass diese Dinge aus dem Lot geraten sind. Mich persönlich freut, dass es inzwischen immer mehr Akteure außerhalb der Linken gibt, die doch der Positionierung der Linken in der Ukraine-Frage nahegetreten sind. Also egal, ob das Herr Platzek ist oder selbst Herr Kohl, die sagen, wir dürfen Russland nicht verlieren. An der Nahtstelle in Europa muss es quasi eine Lösung geben, die Russland einbezieht, ohne dass wir irgendwo rechtfertigen müssen, was Putin für eine Außenpolitik macht oder welche Interessen er speziell vertritt. Deswegen sollten wir wieder Wege finden, die das Gemeinsame in den Beziehungen zwischen Russland, der Ukraine und der EU in den Vordergrund stellen. Und wir müssen verhindern, dass sich die Spirale der Auseinandersetzung ins Militärische verlagert. Sprich mehr OSZE, weniger NATO, zivilgesellschaftlicher und kultureller Austausch statt Sanktionen. Mich freut im Übrigen, dass die Debatte um die Sanktionen inzwischen sehr viel kritischer sind, weil man doch immer mehr sieht, dass sie nichts gebracht haben außer Verschärfung. Sie nicht nur Russland wirtschaftlich schaden, sondern uns selber
ohne das politische Klima in irgendeiner Form zu verbessern und ohne einer Verhandlungslösung näher zu kommen. Ich weiß, dass ich hier oft sitze und sage, da haben wir doch wieder Recht gehabt, aber nicht Recht bekommen. Aber da die Sache ja nicht zu Ende ist, möchte ich nochmal deutlich sagen, wir müssen mit den Sanktionen aufhören und mehr Verhandlungslösungen anstreben.